Umjubelt, verehrt, bewundert. Fußballprofis. Millionäre, Superstars in einer Hochglanzwelt. Mit 19 gilt Kevin als eines der großen deutschen Fußballtalente. 10 Jahre später kickt er in der 8. Liga. Er hat das alles erlebt und erlitten. Dabei hatte es Kevin Pannewitz eigentlich schon geschafft, spielte in der Bundesliga und scheiterte am Ende doch. Wir treffen ihn vor 5 Jahren. Er ist 23 und alles scheint schon wieder vorbei zu sein. Erinnerungen an eine Zeit, als er als eines der ganz großen deutschen Fußballtalente galt. Da war er so alt wie die Otto-Zwillinge, unbeschwert, noch voller Zuversicht. Erst deutscher A-Jugendmeister mit Hansa Rostock, dann mit 18 schon das erste Spiel bei den Profis, zweite Bundesliga. Kevin ist torgefährlich, macht auf sich aufmerksam. Will ein ganz großer werden. Vorbild, ja, Michael Ballack halt, ne? Das ist so ein, ja, was heißt ähnlicher, aber es ist halt auch meine Position und alles so. Und da schaut man auch mal, ob man sich was abschauen kann. Jetzt hat Kevin 35 Kilo Übergewicht. Mit seiner Freundin erwartet er das erste Kind. Bald muss er eine Familie versorgen und hat nun einen neuen Traumjob. Müllmann. Mülltonnen werden gefüllt, müssen geleert werden und ich hoffe, dass ich da reinrutschen kann, dass ich diese Person dann halt bin, die diesen Job machen kann. Ja, und das ist hier in Berlin ein sehr, sehr angesehener Job. Man kommt halt schwer rein, weil halt Berliner Stadtreinigung, da braucht man vielleicht ein, zwei Kontakte. Nur 3 Jahre vorher haben ihm Zehntausende zugejubelt. Pannewitz schießt Tor um Tor, ist der Liebling der Fans, kommt sehr schnell nach oben, zu schnell. Man war ja noch niemand, ja, aber man fühlte sich vielleicht wie ein ganz Großer. Du suchst dir dann halt 1, 2, 3, 4 Vorbilder, an denen du dich festhältst. Und das, was die machen, machst du automatisch dann halt mit. Dann habe ich mir halt einen Lebensstil angewöhnt, der vielleicht als Fußballprofi nicht so geeignet war. Alkohol, Partys, Übergewicht. So schnell, wie sie ihn hochgejubelt haben, lassen sie ihn fallen. Mit 21 wird er in Rostock gefeuert wegen mangelnder Disziplin. Doch damals findet sein Berater schnell einen neuen Verein. Und was für einen. VfL Wolfsburg, erste Bundesliga. Die Chance seines Lebens. Der als Schleifer berüchtigte Felix Magath will Kevin wieder fit machen. Redet aber kein Wort mit ihm. Spielen darf er auch nie. Die ersten Monate habe ich ja auch abgenommen und hatte dann mein Gewicht gehalten und das lief ja alles. Aber dann hast du 4 Monate, 5 Monate kein Spiel gemacht, ja. Und für einen Fußballer ist es sehr wichtig zu spielen. Und gerade für mich war dann 21 oder 20, 21, ich wollte spielen. Ja, und das konnte ich nicht und dann habe ich das im Kopf halt nicht mehr ausgehalten. Der Traum geplatzt, die Profikarriere gescheitert. Kevin steht vor dem Nichts. Ob er es doch noch mal schafft? Alt Glienicke in Berlin, 6. Liga. Weit weg vom Glanz der Bundesliga. Die Zuschauer kann man an einer Hand abzählen. Hi. Mit Heft oder? Ja, mit Heft. Früher kamen 30.000, um Kevin Pannewitz zu sehen. Jetzt steht er mit leeren Händen genau da, wo er als kleiner Junge angefangen hat. Kiki kennen wir schon seit Minispieler. Ja. Er hat mit meinen beiden Jungs zusammengespielt, beziehungsweise mit den Großen. Ja. Beim Fußball klein angefangen, dann kennt man ganz viele. Ja, genau. Was sagen Sie, dass er jetzt wieder in Alt-Glienicke gelandet ist? Na ja. Hätte auch woanders landen können, ne? Ja, genau. Mit 30 Kilo Übergewicht reicht die Luft nicht. Kevin muss erst einmal auf die Bank. Jede Bewegung fällt schwer, selbst das Warmlaufen. Er wusste genau, dass
Seine Mannschaft liegt zurück. 20 Minuten vor dem Ende kommt Kevin zum Einsatz. Er ist ein begnadeter Fußballer. Das ist bei jedem Ballkontakt zu sehen. Und mit Profiwasser gewaschen. Eine hübsche Schwalbe. Man kann es ja mal versuchen. Müsste er wahrscheinlich hart an sich arbeiten, oder? Ja. Ja, wir müssen mit ihm gemeinsam hart daran arbeiten. Und ich glaube, der erste Schritt sollte sein, dass er hier in jedem Spiel eine gute Rolle spielt. Scheiß drauf, Männer. Egal. Montag frei bleibt trotzdem. Wir sehen uns. Kevins Karriere gescheitert. Er war dem Druck nicht gewachsen. Jetzt wird er 24 und bald Vater. Ohne Job, ohne Ausbildung. Wie soll es weitergehen? Wir werden ihn und seine Freundin 3 Jahre später wieder treffen. Kevin Panewitz, Ex-Profi in Rostock und Wolfsburg, vor 3 Jahren abgestürzt in die 6. Liga. Wir treffen ihn und seine Familie wieder. Es hat sich viel verändert. Nilo ist auf der Welt. Umzug nach Jena und Kevin hat 36 Kilo abgenommen. Er ist wieder Profifußballer. Endlich. 3 Jahre musste sich Kevin als ungelernter Arbeiter durchschlagen. Ich habe viele verschiedene Sachen gemacht. Letztendlich war mein Hauptberuf dann hinten raus, Möbel von A nach B zu schleppen bzw. einzuladen, zu Kunden zu bringen. Dann arbeitest du auch mal 12 Stunden anstatt nur 8. Ja. Und deswegen war das auch ein Grund, aber nicht nur der hauptsächliche Grund, halt wieder Fußball zu spielen. Weil Fußball spielen war das, was ich mal gut konnte oder einigermaßen gut kann. Er hat es ja schon öfters geschafft, abzunehmen und wieder zuzunehmen. Und das ist ja wirklich immer wieder eine neue Herausforderung gewesen. Und doch, ich bin schon stolz auf ihn. Egal, was jetzt noch kommen wird oder nicht mal kommen wird, das macht das schon gut. Er macht das schon. Carl Zeiss Jena, 3. Liga. Nicht der ganz große Fußball, aber immerhin. Kevin ist wieder Profi, schafft sogar den Sprung in die Stammelf. Ein Tor und 23 Einsätze. Er ist glücklich, wieder Profi zu sein. Autogrammstunde. Wieder ein bisschen Star. Ja, mit gerechnet hätte ich jetzt nicht. Aber umso schöner ist es, dass es so ist. Deiner, ich gebe den einfach durch. Hol dir den nachher ab. Hier steht dir der Name drauf. Hab ja, ist ja nicht meine erste Unterschrift, aber besser als arbeiten zu gehen, hä? Klar, denn nun verdient er rund 5.000 Euro im Monat nur fürs Fußballspielen. Panewitz ist jetzt 26. Sein Comeback birgt auch Risiken. Denn wie lange er Profi bleibt, was danach kommt, ohne Ausbildung, das weiß er nicht. Jungs, kommt mal wirklich ein bisschen ran. So, ja, perfekt, danke. Ja, professionell sein ist immer nicht so leicht, ja, wie sich das anhört. Man kann immer viel sagen, aber letztendlich steckt doch viel Arbeit dahinter. Und ich war es viele Jahre nicht. Und sich dann daran zu gewöhnen und das so zu machen, das fällt mir dann immer doch noch schwer. Nutzt Kevin seine vielleicht letzte Chance als Profifußballer? Mach's gut, Jungs. Ciao, ciao, ciao. Kevin Panewitz ist mit seiner Familie wieder in Berlin. Ja, du bist dran. Wir wechseln uns ab. Der jetzt 29-Jährige hat Zeit, mit Nilo zu spielen. Sich um seinen inzwischen 4-jährigen Sohn zu kümmern, gibt ihm Halt und macht ihm Freude. Wichtig für ihn, denn sein Profikapitel in Jena findet aus disziplinarischen Gründen ein abruptes Ende. Wer hat gewonnen? Ja, und seine Zeit als Fußballprofi ist wohl endgültig vorbei. Skandalprofi Kevin Panewitz muss den FC Carl Zeiss Jena sofort verlassen. Der Drittligist teilte die außerordentliche Kündigung in einer nur 3-zeiligen Presseerklärung mit. Nähere Gründe nannte der Club nicht. Panewitz soll nach Medienrecherchen einen Fitnesstest nach der Weihnachtspause abgebrochen und dies mit einer Erkältung begründet haben. Das einstige Supertalent hat in Jena damit seine wohl letzte Chance verspielt.
Man hätte die Schiene auch ganz anders fahren können und hätte sagen können, dass das quasi Jörg nicht auf mich setzt und dass er gehen kann und mir die Tür halt nicht so zuschlagen müssen, wie sie es gemacht haben, weil danach habe ich nicht mal einen Regionalligisten gefunden. Das hat mich dann, was heißt nicht kaputt gemacht, das hat mich so ein bisschen gekränkt, weil ich immer noch gut genug war. Und wir reden hier von 4-5 Kilo, ja. Jetzt rede ich von 40 Kilo. 40 Kilo Übergewicht. Kevin scheitert schon wieder an mangelnder Disziplin bei der Ernährung. Nee, du wolltest auch meine Gastschuhe haben. Alleine fällt es Kevin schwer. Er kriegt es aber auch hin, wenn er es möchte. Aber es ist immer, ja, mal ist es, ändert sich tagtäglich so ein bisschen seine Einstellung. Ich bin halt ein sehr bequemer Mensch, beziehungsweise ich mag es halt, so wie jeder, glaube ich, oder wie viele auch, einfach mal vorm Fernseher zu sitzen oder vor Netflix und dabei was zu naschen oder was zu essen. Es gibt natürlich auch Leute, die sind so krass, die sagen, ey, ich esse jetzt einen Salat dazu, ja. Und ich bin halt ein Typ, der isst eine Pizza dazu. Ein Stück Banane, Milo. Jill hat einen sicheren Job bei der Polizei. Kevin kümmert sich um Milo und alles andere. Geld aus seiner Profizeit hat er nicht zurückgelegt. Wenn ich Geld brauche, dann muss ich arbeiten für mein Geld. Ja? Und das mache ich, das ist gar nicht das Problem. Und natürlich würde ich es lieber mit dem Fußball verdienen. Aber ich kann es mir selber aussuchen. Ja? Ich könnte jetzt abnehmen, ja, und könnte sagen, ey, ich kick wieder Fußball. Auch wenn es nur in der Oberliga ist oder Regionalliga. Aber da kann ich mit meinem Namen vielleicht auch nochmal gutes Geld verdienen. Im vergangenen Jahr wird er für eine RTL2-Show angefragt. Für den Sieger gibt es 50.000 Euro. Auf diese Bilder ist er heute noch stolz. Abendbrot im Abendrot. Es grillt Bundesliga-Fleischmeister Kevin. Auf dem Menü wertvolle Proteine für die edlen Körper der Stars. Kevin Pallewitz! Glückwunsch, Pallewitz. Herzlichen Glückwunsch! Es war interessant. Ja, und einfach dieser ganze Ausblick, was dort war, war überragend. Und es gibt so viele Formate, Promi Big Buzzer oder Promi auch ganz normales Big Buzzer oder Haus der Stars, was ich zum Beispiel auch geil finde, würde ich alles mitmachen, weil es einfach eine geile Erfahrung ist. Und die kein Spiel- und Trainingsbetrieb während der Pandemie auch in der 8. Liga beim FC Ahmet. Kevin Pannewitz hat bei dem Berliner Bezirksliga-Club angeheuert. Er bekommt kein Geld, das ist ihm aber auch nicht wichtig. Der Spaß am Fußballspielen ist die Hauptsache. Seit Sommer 2020 kickt er für den kurdischen Club in Berlin-Schöneberg. Sein Übergewicht stört hier niemanden. Sie sind froh, ihn zu haben. Als Fußballer wäre er jetzt mit 29 Jahren noch im besten Profialter. Und jetzt du. Hey. Super. Rein theoretisch, wenn ich jetzt in Form wäre, würde ich mir auf jeden Fall noch mal die dritte Liga zutrauen. Ob es mir das wert ist? Eher nicht, weil dann müsste ich wieder ohne Familie sein. Und mir macht es hier Spaß, ich fühle mich hier wohl. Und vielleicht spielen wir ja in 5 Jahren auch dritte Liga mit FC Ahmet. Ja, aber eher schwierig. Kevin Pannewitz ist trotz seiner verschenkten Karriere nicht unglücklich. Aber er muss nun, nach 10 Jahren Profifußball und ohne Berufsausbildung, seinen Weg in ein normales Arbeitsleben finden. Ja, Tor! Es ist egal,